Joshua Kimmich, seltenes Pärchen Foto-Ehefrau Lina. Kürzlich stand Profifußballer Joshua Kimmich, 27, noch für die Nationalelf bei der Weltmeisterschaft auf dem Platz. Nun hat er wieder viel Zeit für seine Familie. Nur selten gewährt der FC Bayern München Star Einblicke in sein Privatleben. Seinen letzten Schnappschuss abseits des Rasens teilte er vor knapp 10 Monaten auf Instagram. Da zeigte er sich in seiner Freizeit auf dem Rad. Jetzt überrascht er mit einer noch persönlicheren Aufnahme, der defensive Mittelfeldspieler zeigt sich verliebt mit Ehefrau Lina, der er dieses Jahr das Ja-Wort gab. Wenige Wochen zuvor freuten sich beide über Baby Nummer 3. Jetzt genießen die Eltern wenige Momente der Zweisamkeit, zwar verschwommen, aber dafür umso glücklicher. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dieses Sprichwort wird auch Franka Lehfeld, 33, geläufig sein seit ihrer Kindheit, ist die Frau von Bundesfinanzminister Christian Lindner, 43, eine passionierte Reiterin. Ursprünglich wollte die gebürtige Hamburgerin Profireiterin werden, absolvierte dann aber auf Wunsch ihrer Eltern ein Studium. Ihre Leidenschaft ist geblieben. Und so verbringt Franka Lehfeld ihre Freizeit am liebsten im Stall. Jetzt hat die Journalistin einen ganz besonders süßen Grund, bei ihren Lieblingen zu sein, die 33-Jährige hat ihr eigenes Pferd. Neues Familienmitglied, schreibt sie stolz zu den Aufnahmen, die sie mit ihrem Neuzugang Fritzi zeigen. Wie es dazu kam, schildert Franka Lehfeld auf Instagram, eigentlich war ich für ein Reportertraining in NRW. Aber dann stand da plötzlich Fritzi mit seinen großen Augen. Vor 15 Jahren habe ich mein Pferd verkauft, Abitur. Studium und Berufsleben gingen erstmal vor. Seitdem sage ich immer, eines Tages werde ich wieder reiten, sie erklärt, Fritzi war das Zeichen, irgendwann ist jetzt. Haben Sie die Pro-Minus verpasst? Hier finden Sie die Pro-Minus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com